Wir wollen der Platz sein, wo die neuen Ideen diskutiert werden. Wir wollen die relevanten Themen, aber vor allen Dingen auch den Bürger ansprechen. Wir wollen heute nicht über den Status quo sprechen, sondern wir wollen die Zukunft beschreiben. Wenn uns das gelingt, dann ist dieser Kongress erfolgreich. Wo ich dankbar bin, dass die Diskussion mit doch beeindruckenden Referenten in den Podien geführt werden konnte, dass wir Gäste aus Wirtschaft, aus Kultur, Politik, Gesellschaft nach Bad Blankenburg gekommen sind. Ein Glückwunsch, dass dies gelungen ist. Ich hoffe auch, dass noch etwas davon dokumentiert wird, damit wir weiter darüber in der Zukunft Thüringen sprechen können. Feel so wrong. Maybe I know. Maybe I'm just crazy. Wie erreiche ich die Jugend? Haben Sie gefragt. Wenn Sie jetzt als junger Mensch keinen Zugang zu Ihren jungen Kollegen haben, dann muss ich mich fragen, kann das sein, dass Sie sich nicht nur für die Politik interessieren und das andere Feld, da wo die Fußball spielen und wo das andere alles passiert, links liegen lassen? Weil dann haben Sie nämlich den Zugang zu Ihren Kollegen auch nicht. Man muss da schon breit gefächert sein, um das mitzubringen. Wir brauchen die Kenntnis des Landes, wir brauchen die Vision für unser Land, wir brauchen die Professionalität, es zu können. Das hat etwas mit ganz solidem Handwerkszeug zu tun, mit ganz solider Kenntnis dessen, was man tut. Und wir brauchen es mit Leidenschaft, die andere auch anstecken. Und wo andere uns dieses genau ablehnen. Ich muss Ihnen sagen, ich bin ein unglücklicher Mensch. Wenn ich höre, der Bundesvorstand der CDU sitzt nach der Wahl zusammen und lässt sich von einem Demoskop die Welt erklären. Der arme Demoskop weiß ganz gut Bescheid, wenn die Leute aus dem Wahllokal rauskommen, was sie gerade gemacht haben. Und deswegen hat er eine wunderbare Hochrechnung, deswegen kann er eine Reihe von denen Fehlerfalls erklären. Was die nicht wären, auch dann weiß er schon nicht, wenn die direkt getroffen. Die kommen nicht aus dem Wahllokal raus. Nur mal ein Beispiel, die sind aber die stärkste Volkspartei in Deutschland. Die waren 18 Millionen und wir sind 16 Millionen. Das heißt aber mit den Leuten sprechen. Und dabei ist beim Sprechen eins sehr wichtig, was die Volkspartei erst recht nicht verlieren darf. Erstens zuhören können. Man muss eine ganze Weile zuhören, was soll man die Leute was reden lassen können? Würde ich sagen, liegen die Themen auch für uns. Bei Fragen, wie die Menschen bewegen, an sich ein Besuch auf der Straße. Das sind jetzt nicht vielleicht die großen Revolutionsentwürfe, die die Menschen im Übrigen auch nicht wollen. Im Grunde wollen die Menschen einen politischen Rahmen, wo sie ihr Leben führen können. Nach ihren Vorstellungen. Der zweite, der vielleicht noch schlimmer ist, gucken Sie mal in die Union um. Wir haben Angst vor Wählern. Die meisten Leute bei uns inzwischen auf unserem wichtigen Raum, die sturen Schatten, haben Angst, sich mit anderen zu unterhalten und zu diskutieren. Sie machen es ja auch nicht mehr. Ich saß gerade drüben und da haben wir dann zum Schluss über Heimat gesprochen und was das denn bedeutet, was das Gefühl ist. Für mich, das hat mal Professor Kruse gesagt, das ist so einer, der sich sehr gut im Internet auskennt und so weiter. Der hat gesagt, Heimat ist da, wo man seine Pubertät verbringt. Das bedeutet für die meisten Jugendlichen, das ist tatsächlich das Internet. Als wir alle schon glaubten, das passiert alles nur im Fernsehen, im Fernsehen, im Fernsehen, dann glaubt man eine Zeit lang, es passiert alles im Internet, im Internet, im Internet. Und nun sehen wir, es ist eine Mischung von allem. Und das Menschlichste am Menschlichen, das persönliche Gespräch, der direkte Kontakt, ist wieder das Stärkste. Und wer Volkspartei ist, muss mit anderen sprechen, dann weiß er nicht, was die auch wollen und dann kann er sich auf Dauer überzeugen, er muss es regelmäßig machen. Deswegen müssen wir uns sehr um Anhänger auch weit über unsere Mitgliedschaft hinaus bemühen. Wenn wir über neue Kommunikationswege reden, da sprechen wir tatsächlich nicht nur über das Internet, was gut ist, was Dialog organisieren kann, aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was du am Anfang angesprochen hast, also eher wieder das Neue ist das Alte. Die ganzen alten Techniken wieder auf die Leute hinzuzugehen, also drauf zu gehen, Kenntnisse zu machen, jetzt gar nicht so sehr in die Stadt sich zu stellen und mal einen Apfel zu verteilen, sondern wirklich Dialog zu organisieren, der jetzt hier versucht, auch heute im Internet zu schaffen. Ich glaube, da müssen wir wieder hin. Und was mir persönlich sehr fehlt, das ist auch aus der Jungen Union heraus, dass sie sich mit den Schülern beschäftigt. Die Jungen Union muss aufhören, mit sich selbst zu beschäftigen, sondern sie muss sich tatsächlich mit dem Nachwuchs beschäftigen. Dabei möchte ich sagen, dass man auf Themen auch aufspringt, die neu werden, die kommen. Wir haben in der Tat die Piratenpartei zum Beispiel. Das reicht nicht. Was wenn ich die Union wäre, ich würde sehen, in meiner Umgebung bis heute gelandet wäre, würde ich zu Ihnen hingehen und nicht gleich sagen, wir waren über CDU. Fragen Sie doch erstmal, wie habt ihr denn das gemacht?